Gut, jetzt geht es wieder ganz spannend weiter. Wir schauen jetzt nämlich an, wie man diese ganz unterschiedlichen Tags aus OpenStreetMap in eine Postgres-Datenbank laden kann. Und dazu wird uns Jakob ein Tool vorstellen, wie das funktioniert. Hört ihr mich hören? Sehr gut. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich stelle euch heute das Tool OSM to PGSQL vor, mit dem man OSM-Daten in Postgres verarbeiten kann. Kurz zu mir, mein Name ist Jakob Miksch, ich bin Softwareentwickler bei der Firma Citycom. Wir machen allerhand Telekommunikationsdienstleistungen. Ich bin da im Glasfaserausbau tätig und das Thema, das ich heute vorbereitet habe, habe ich jetzt aber privat vorbereitet und möchte euch da einfach einen groben Überblick geben, wie das eben für Einsteiger möglich ist, das Programm zu nutzen. Hier die Punkte, und zwar einmal gebe ich kurz einen Überblick über das ganze Programm, dann schauen wir uns die Anwendungsgebiete an, dann ein kleiner Exkurs zur OSM-Datenstruktur, weil das ist nämlich wichtig zu verstehen, warum man das Programm überhaupt braucht. Dann schauen wir uns an, warum wir überhaupt eine Datenbank brauchen, was das für Vorteile bringt. Dann schauen wir uns ein Beispiel an, wie man Restaurants importieren kann von einem gewissen Gebiet. Dann schauen wir nochmal die verschiedenen Arten und Weisen an, wie man das Ganze konfigurieren kann. Dann noch gibt es eine Neuerung bei dem Projekt, nämlich den Theme Park, wo man verschiedene Themen von OSM importieren kann. Und am Schluss schauen wir uns noch an, wie Daten abgedatet werden können mit OSM to PGSQL. Erstmal so der ganz grobe Überblick. OSM to PGSQL ist ein ETL-Tool, also Extract, Transform, Load. Man extrahiert, transformiert und lädt die OSM-Daten in eine PostgreSQL-Datenbank rein. Das Programm ist in C++ geschrieben und in Python, wird gemaintained von Sarah Hoffmann und Jochen Topf, die auch auf der Konferenz da sind, falls ihr da Fragen habt. Und wie installiert man es? Es geht auf eigentlich auf allen gängigen Betriebssystemen, auf Linux, Mac und FreeBSD kann man es mit einem Paketmanager installieren. Bei Windows kann man sich so ein Binary runterladen, das auch direkt funktioniert. Oder wenn man mag, kann man es auch selbst kompilieren, wenn man zum Beispiel die allerneuesten Änderungen benutzen möchte. Das Programm ist nur per Kommandozeile benutzbar, also es gibt keine grafische Benutzeroberfläche, aber das ist auch überhaupt kein Problem, weil man nämlich alles, was man machen muss, auch da sehr gut einstellen kann. Zu den Anwendungen. Auf der Webseite des Programms sind sehr viele Beispiele aufgezeigt und ursprünglich wurde das Programm hauptsächlich dafür benutzt, um Rasterkacheln zu erzeugen. Also wenn man auf die Webseite von OpenStreetMap geht, diese Kacheln, die da angezeigt werden, die werden eben auch mit OSM to PGSQL erzeugt. Und das ist, passiert auch immer noch und das ist eben so ein wirklich großer Anwendungsfall, dass man regelmäßig diesen gesamten Planetendatenbestand immer wieder updaten muss in der Datenbank, um sicherzustellen, dass man die Rasterkacheln auch auf einer neuesten Version sind. Aber man kann das Programm durchaus auch für sehr viele andere Anwendungsfälle benutzen, auch für sehr kleine Gebiete und das ist der Fokus, wo ich heute eher mehr drauf Fokus setzen will. Ein spannendes Beispiel, wofür das auch noch benutzt wird, ist der Nominatim Geocoder, weil da ja auch regelmäßig alle OSM-Daten reingeladen werden müssen und in einer bestimmten Struktur abgelegt werden, damit man dann Abfragen machen kann, an welchem Ort bestimmte OSM-Objekte sind oder wenn man nach einer bestimmten Adresse sucht, dass man dann die Koordinate da mitbekommt. Sonst kann man natürlich auch die ganzen OSM-Daten einfach reinladen und die Fähigkeiten von PostgreSQL nutzen, um Geodatenanalysen zu machen. Man kann sich so einen kleinen Service bauen, mit dem man Daten einfach die Rohdaten publiziert. Und ja, die Beispiele auf der Webseite könnt ihr euch gerne mal angucken. Als nächstes ein kurzer Exkurs in die Datenstruktur von OpenStreetMap, die nämlich nicht so ganz intuitiv ist für die klassischen GIS-Anwender. Und es besteht im Prinzip aus drei Datentypen, und zwar einmal dem Node, das ist ganz grob gesagt ein Punkt, den haben wir jetzt hier dargestellt als ein Restaurant. Und wenn man das als die XML-Struktur anschaut, schaut es erstmal ein bisschen überfordernd aus, ist gar nicht so schwierig. Im Prinzip hat man hier bei jedem Punkt hat man den Längen- und Breitengrad angegeben und dann noch eine Menge an Key-Value-Paaren, in dem einfach dieser Punkt genau beschrieben wird,
was es mit dem genau auf sich hat, was das ist. Also in dem Fall ist es ein Thai-Restaurant. Der nächste Datentyp ist ein Way. Das ist eine Sammlung von Nodes, die im Prinzip ist es eine Linie, die entweder geschlossen sein kann oder offen. In dem Fall habe ich jetzt zum Beispiel ein Gebäude, das ist eine geschlossene Linie. Was hier jetzt schon mal spannend ist, in diesem XML zu sehen, dass hier keine Geometrien drin stehen, sondern es werden nur die Nodes referenziert. Und wenn ich jetzt die Geometrie von diesem Objekt haben möchte, dann muss ich jetzt alle einzelnen Nodes runterladen und mir da die Koordinate rausziehen, was ein bisschen mühselig ist. Zusätzlich ist eben noch so, dass hier erstmal nicht implizit klar ist, ob das jetzt ein Polygon ist oder nicht. Es wird nur implizit aus diesem Text rausgelesen. Wenn hier zum Beispiel Building ist gleich Yes dran steht, dann ist eigentlich logisch, dass es jetzt hier sich um ein Polygon handelt. Aber es könnte prinzipiell auch ein geschlossener, zum Beispiel ein Kreisverkehr sein, der sich wieder selber trifft. Das ist ja dann kein Polygon, sondern einfach nur eine Linie, die sich wieder selber trifft. Das wäre dann eben kein Polygon. Das geht implizit aus den Text hervor. Dann noch die dritte Typ, das ist eine Relation. Zum Beispiel kann ich jetzt ein Multipolygon oder in dem Fall ist es ein Polygon mit einem Loch drin. Das wird bei OpenStreetMap als Relation dargestellt. Da gibt es einmal ein äußeres Polygon und ein inneres Polygon, die eben hier dargestellt werden und dann noch eine Reihe von Key-Value-Paaren. Und wenn ich jetzt die Geometrie rausfinden möchte, dann muss ich jetzt mir eben diese Referenzen von den beiden Membern von dieser Relation raussuchen. Das sind jetzt hier diese Ways. Und dann, wenn ich dann nochmal wirklich die Geometrie haben möchte, dann muss ich nochmal alle Nodes mir rausziehen und da die Längen und Breitengrad rausziehen und mir selber dann diese Geometrie draus basteln. Und das ist jetzt nicht sonderlich angenehm und da kommt dann eben OSM2PGSQL ins Spiel. Was wir am Schluss haben wollen, ist eine Struktur, die ungefähr so aussieht. Also wir haben eine Tabelle, die ist eigentlich einigermaßen menschenlesbar. Man kann hier sehen, dass es gibt Name, Küche von einem Restaurant, ob es Takeaway hat oder nicht. Und eine Geometrie, die in im Format OGC oder dem Simple Feature Format ist. Das ist wichtig, weil es gibt eben ganz viele Geometrieprozessierungswerkzeuge, die alle eben auf dieser Simple-Feature-Geometrie aufbauen und damit kann man dann zum Beispiel einen Buffer erzeugen oder Distanzen berechnen und Flächen und so weiter. Und deswegen ist es immer ganz praktisch, die Geometrien in dieser Simple-Features-Geometrie zu haben. Zusätzlich können auch die ganzen gängigen GIS-Programme wie QGIS, GeoServer, MapServer können eben auch viel besser mit so einer Struktur umgehen. Dann die nächste Frage, warum brauchen wir überhaupt eine Datenbank? Warum können wir das nicht einfach in einer Datei speichern? Das ist in dem Fall so, man kann mit einer Datenbank eben sehr komplexe Abfragen in den Daten machen, also sowohl räumlich als auch inhaltlich mit SQL. Dann hat eine Datenbank typischerweise sehr hohe Performance, vor allem wenn ganz viele verschiedene Clients darauf zugreifen. Es sind auch ganz viele parallele Abfragen möglich und es ist auch möglich, dass man während die Daten abgefragt werden, auch die Daten wieder updatet und verändert. Also das ist quasi ein permanenter Strom von Daten, die reinkommen und rauskommen und das kann man mit einer Datei eigentlich kaum erreichen. Dann gibt es noch sehr viele Möglichkeiten, die Daten zu strukturieren. Die verschiedenen Tabellen können miteinander in Verbindung gesetzt werden. Man kann die Datenbank erweitern und man kann sich auch sicher sein, dass wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Verbindung abbricht bei einer Datenbanktransaktion, dass die Datenkonsistenz und Integrität immer noch gegeben ist, dass man sich sicher sein kann, entweder ist eine Transaktion komplett erfolgt oder überhaupt nicht erfolgt. Also es gibt keine halben Transaktionen in dem Sinne. Und populäre Beispiele aus der Open-Source-Welt für Datenbanken sind eben PostgreSQL, MySQL oder SQLite und noch viele weitere. Wir nehmen jetzt hier PostgreSQL. Einerseits, weil es eben auch Open-Source ist, sehr weit verbreitet und ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass es eben mit der PostGIS-Erweiterung erstklassigen Support für Geodaten bietet und ganz viele Funktionen bereitstellt, die eben ein klassisches GIS-System nur kann, wie zum Beispiel Koordinatensystem, Transformation, diverse Geoprozessierungen wie Buffer oder Distanz und noch viele weitere. Die Geometrien können validiert werden und es gibt auch einen räumlichen Index, um ganz schnell auf die Daten in einer bestimmten Region zuzugreifen und ist eben auch kompatibel mit eigentlich allen gängigen Open-Source-GIS-Tools, wie zum Beispiel QGIS, GeoServer, MapServer, GDAL, OGR und so weiter. Und OSM2PGSQL ist dann
gewisserweise das Bindeglied zwischen dieser OSM-Datenstruktur und überführt die eben in eine relationale Datenstruktur, die dann in einer Datenbank abgelegt werden und kümmert sich eben darum, dass die ganzen Geometrien ordentlich in Simple Features konvertiert werden. Die ganzen OSM-Attribute werden in Datenbankspalten mit auch entsprechenden Datentypen gesetzt, weil nämlich OpenStreetMap erstmal nur Strings als Datentyp hat. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Zahl haben möchte, zum Beispiel jetzt eine Höhe, also Höhe über dem Meeresspiegel, dann kann ich das jetzt casten in eine ganz normale Integer-Zahl und das in der Datenbank ablegen und dann auch Größenvergleiche machen. Und da es natürlich extrem viele OSM-Tags gibt, kann ich dann auch mit OSM2PGOSQL filtern und sagen, welche ich haben möchte, und ich kann auch ein Update bewerkstelligen. So, dann schauen wir uns mal an, wie man das jetzt in der Praxis nutzen würde. Für einen einfachen Anwendungsfall, da brauche ich erstmal die Daten, und zwar brauche ich eine OSM.pbf-Datei. Es gehen auch andere, aber üblicherweise nimmt man diese PBF-Dateien, weil die eben sehr stark komprimiert sind und verhältnismäßig kleine Größe haben. Und die bekomme ich zum Beispiel von planet.openstreetmap.org. Da kriegt man halt wirklich den ganzen Planet, und wo ich noch nachgeschaut habe, waren es momentan 76 Gigabyte, und meistens braucht man gar nicht den ganzen Planet. Wenn ich jetzt nur für meine Heimatstadt irgendeine Analyse machen will, dann reichen mir auch kleinere Extrakte, und da ist zum Beispiel die Geofabrik ein sehr guter Kandidat, um was runterzuladen. Und dann gibt es auch noch von dem französischen OpenStreetMap auch noch eine Downloadmöglichkeit, und BBBike hat auch noch Möglichkeiten, Daten runterzuladen. Also da kann man sich je nach Wunsch eben was aussuchen. Angenommen, ich habe jetzt mein ganzes Bundesland runtergeladen, ich bin aber nur in mein eigenes Dorf irgendwie zum Beispiel interessiert, dann macht es Sinn, die Daten vorzuprozessieren. Da ist es zwar prinzipiell möglich, das auch mit OSM2PGSQL zu machen, dass ich jetzt sage, ich möchte nur den kleinen Ausschnitt importieren, aber besser ist es, wenn man die OSM-Daten vorher filtert. Da ist das Osmium-Tool sehr gut geeignet dafür. Das habe ich hier auch verlinkt, kann man runterladen, und ich kann dann mit diesem kleinen Befehl sagen, ich habe jetzt eine Input-Datei und möchte jetzt hier in dieser Bounding-Box nur die Daten haben und schreibe die zu der Output-Datei und kann das dann wiederum importieren. Ein Befehl sieht dann so aus. Es ist gar nicht so schlimm, wie es jetzt auf den ersten Blick vielleicht aussieht. Im Prinzip das erste hier ist einfach nur das Programm. Diese Schrägstriche sind einfach nur eine neue Zeile, damit das besser zum Lesen ist. Dann die ersten vier Einträge hier sind die Datenbankverbindung, die könnte man auch auslagern in Umgebungsvariablen. Und dann habe ich jetzt hier noch vier programmspezifische Befehle, die ich jetzt auch gleich nochmal ausführlicher erklären werde. Und dann natürlich die OSM-Datei, von der wir, die wir eben in die Datenbank reinladen wollen. Dann gibt es eben diesen Befehl slim, der hat bisschen unintuitiven Namen. Im Prinzip braucht man den, um ein Update später zu ermöglichen. Der erstellt nämlich so temporäre Tabellen mit diesen OSM-Rohdaten und ist auch hilfreich, wenn man einen Import machen will und nur wenig RAM hat. Zusätzlich gibt es noch einen Prefix, da kann man diese temporären Tabellen jetzt noch prefixen, weil normalerweise haben die den Prefix Planet, was auch ein bisschen unintuitiv sein kann, wenn man nur sein kleines Dorf importieren möchte. Das kann ich da noch ändern. Und um wirklich zu sagen, was ich jetzt importieren möchte, gibt es da momentan noch zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal mit Flex, das ist die neue Variante. Damit kann ich sehr flexibel jetzt auswählen, welche OSM-Attribute ich reinladen möchte und auch nach ein paar Geometrieverarbeitungen machen. Das Ganze wird mit der Programmiersprache Lua gemacht, die dann eben eingebunden wird. Und das ist jetzt auch das System, was jetzt in Zukunft mehr und mehr unterstützt oder ist schon unterstützt und wird auch mehr und mehr weiterentwickelt. Und das traditionelle Format, das ist, heißt einfach PGSQL, das ist auch immer noch der Default, aber wird erstmal nicht weiterentwickelt und wird irgendwann auch entfernt. Das heißt, wenn man jetzt ein neues Projekt startet, würde ich ganz stark empfehlen, dieses Flex zu nutzen. Nur wenn man jetzt irgendwie schon 5 Jahre lang dieses PGSQL benutzt hat, dann nutzt man das wahrscheinlich erstmal weiter und kann dann nach und nach eben migrieren zu dem Flex. So, jetzt wollen wir uns Restaurants importieren. Wie schaut das dann aus? Wir legen uns eine Datei an, die ganze in der Programmiersprache Lua die Konfiguration macht.
Und also es hört sich jetzt auch wieder schlimm an, so schlimm ist es gar nicht, ist eine neue Programmiersprache jetzt zu lernen. Es ist im Prinzip sind es nur wenige Keywords und man programmiert jetzt meistens auch gar nicht wirklich, sondern man schreibt einfach nur quasi die Objekte runter, die man haben möchte. Und es gibt If-Else-Abfragen kann man machen, aber das ist alles jetzt nicht so wild. Also wenn man schon mal mit Python gearbeitet hat oder JavaScript, fühlt man sich da eigentlich relativ schnell zu Hause. Der Syntax ist sehr angenehm und es gibt auch einen guten Editor-Support. Jetzt hier zum Beispiel definieren wir jetzt uns eine Tabelle Restaurants. Dann kann ich hier gleich in der zweiten Zeile sage ich noch, dass ich bestimmte OSM-Daten oder Metadaten noch drin haben möchte in der Tabelle. Dann kann ich jetzt noch eigene Spalten angeben. Zum Beispiel möchte ich jetzt eine fortlaufende ID haben. Das passiert hier. Und dann kann ich sagen, ich möchte den Namen des Restaurants haben, dann die Küche des Restaurants. Und dann möchte ich, dass die Geometrie gespeichert ist, aber nur als Punkt. Also wenn jetzt ein Restaurant als Multipolygon reinkommt, interessiert mich das nicht. Ich möchte einfach nur den Punkt haben. Und wie man das dann macht, das sehen wir jetzt dann auch gleich, dass das umgewandelt wird. Jetzt erstmal habe ich mir jetzt noch eine kleine Hilfsfunktion geschrieben. Und zwar möchte ich ja nur Restaurants haben. Und das kann ich hier mit diesem einfachen Abfragen machen. Wenn das Objekt, das reinkommt, Amenity ist gleich Restaurant ist, dann returnt es das Objekt und sonst wird eben nichts returned. Und jetzt ist es so, dass diese Lua-Konfiguration durch alle Nodes, alle Ways und alle Relations durchgeht und wir müssen dann diese Funktion implementieren und eben reinschreiben, was, wie diese Nodes, Ways und Relations behandelt werden sollen. Und da sagen wir jetzt einfach immer, wenn jetzt eine neue Node reinkommt, dann prüfen wir, ist es ein Restaurant und wenn ja, dann machen wir jetzt eine neue Datenbank-Eintrag mit dem Namen Küche und Geometrie, die wir jetzt eben aus diesen Tags hier rausziehen und inserten das dann in unsere Tabelle. Das Gleiche machen wir jetzt mit den Ways. Da ist es jetzt eben so, dass wir jetzt diesen Way nehmen, schauen wir erstmal, ob es ein Restaurant ist und zusätzlich sind wir nur an Ways interessiert, die eben geschlossen sind. Und dann fügen wir eine neue Zeile ein oder einen Datenbankeintrag. Und was hier ist interessant ist, dass das als Polygon ursprünglich kommt, aber wir wollen ja nur einen Punkt haben und da kann ich dann direkt auch sagen, ich möchte das nur als Punkt haben und hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich einen Zentroid nehme, was für die meisten Fälle auch gut geeignet ist. Es gibt tatsächlich jetzt auch noch ein paar weitere Möglichkeiten, die dann eher fürs Kartenrendering interessant sind und füge das dann hier ein. Und ziemlich ähnlich ist es auch noch mit der Relation. Da bin ich eben nur daran interessiert, wenn es nach wie vor eben ein Restaurant ist und wenn es ein Multipolygon ist und kann mir dann auch die entsprechenden Attribute wiederholen und da wird dann auch direkt an das Multipolygon rausgerechnet, der Centroid und ich kann mir das dann einfügen. Und wie das dann aussieht, ist dann so, dass ich einfach eine einigermaßen angenehm zu lesende Tabelle habe mit den Namen der Restaurants, Küche und auch die Geometrie als Simple Feature und kann das dann in jedes GIS reinladen oder auch publizieren mit GeoServer, QGIS-Server, MapServer, was auch immer und kann das dann in meiner GIS-Welt weiter benutzen. Und um diese ganzen Themes, also wie zum Beispiel das Restaurant, jetzt nicht alles selber schreiben zu müssen oder beziehungsweise ich noch viel komplexere Themes habe, dann kann ich jetzt auch das Projekt Theme Park zurückgreifen. Da sind schon ganz viele Themes vordefiniert, zum Beispiel jetzt irgendwie Viewpoints, Rivers, Vektorkacheln und so. Also wenn ich für einen bestimmten Anwendungsfall schon ein Thema habe, kann ich das da hochladen oder schon von anderen Leuten die bestehenden nehmen. Und ist noch in Beta, aber funktioniert schon sehr gut. Also kann ich sehr empfehlen, das mal auszuprobieren. Und zu guter Letzt, was ich auch noch sehr spannend finde, ist, man kann die Daten automatisch updaten und das funktioniert mit dem Zusatzprogramm OSM2PGSQL Replication. Das ist ein Python-Skript, da muss man das einmal initiieren und das Spannende ist, dass das Programm gleich rausfindet, was nämlich der Server ist, von wo man die Updates runterladen muss. Und dann kann ich jetzt regelmäßig, je nachdem wie oft ich das machen möchte, hier ein Update fahren. Dann werden dann die Daten automatisch runtergeladen und in die Datenbank eingespielt. Zu guter Letzt noch Alternativen. Es gibt noch ein ähnliches Projekt, das heißt Imposm. Ist, glaube ich, seit 2 Jahren nicht mehr maintained, aber ich habe es schon mal benutzt und hat auch gut funktioniert. Also
kann man sich auch nochmal angucken. Und es gibt auch die Möglichkeit mit aus der GDAL Suite, da gibt es dieses OGR-to-OGR-Tool, wo man Vektordaten konvertieren kann. In Kombination mit Osmium kann man auch im Prinzip viel filtern und Datenbankimporte machen. Das nur für manche Use Cases sind vielleicht diese Programme besser, aber generell ist eigentlich OSM to PGOSQL sehr mächtig und kann eigentlich da die meisten Use Cases abdecken. Dann zum Schluss noch ein paar Links, auf denen ihr noch dann weitere Infos bekommen könnt, und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. So, Dankeschön für die super verständliche Erklärung. Ich glaube, die meisten oder einige von euch wollen das auch schon direkt nutzen, weil die Frage mit den meisten Wos bezieht sich darauf, ob man OSM to PGSQL via Docker eingesetzt werden kann. Ja, geht auf jeden Fall. Tatsächlich hat beim letzten OpenStreetMap Hacking Wochenende in Karlsruhe jemand versucht es eben zu machen und ist auch schon online gestellt. Also es gibt da auf jeden Fall Bestrebungen, das als Docker zur Verfügung zu stellen. Und noch als Zusatz, dieses Docker-Image, das da gebaut wird, das versucht wirklich dann von Grund auf das zu kompilieren. Aber wer es wirklich ganz einfach machen möchte, der kann einfach als Docker-Image als Basis Debian Unstable nehmen, weil nämlich bei Debian relativ schnell die neueste Version von OSM to PGOSQL drin ist, und dann einfach über den Paketmanager das installieren, und dann hat man auch in drei Zeilen sein Docker-Image, um OSM to PGOSQL zu benutzen. Ist vielleicht ein bisschen fett für die meisten Anwendungsfälle oder kommt darauf an, was man machen will, aber wenn man es einfach nur schnell auf seinem Laptop ausprobieren möchte, dann geht das auf jeden Fall auch einfach so. So, und jetzt gehen wir mal auf die Frontend-Seite, weil die nächste Frage möchte wissen, ob man OSM to PGSQL auch nutzen kann, wenn man die Daten in QGIS über das QuickOSM-Plugin heruntergeladen hat? Gute Frage. Also das OSM to PGOSQL kann meines Wissens eben dieses klassische OSM-Format lesen. Und wenn dieses Plugin von QGIS das auch runterladen kann, dann geht es auch mit OSM to PGOSQL. Ja. So, die nächste Frage ist, welche Generalisierungsoptionen werden via Flex unterstützt? Genau, ich weiß nicht, dann Jochen, magst du was dazu sagen? Oder? Ich glaube, weil der Jochen hat das nämlich implementiert, dann kann der da, glaube ich, am besten. Mikro kommt hoch, ja. Ja, die Generalisierung ist noch so ein bisschen experimentell, aber an einigen Stellen funktioniert es schon ganz gut. Also LentUse zum Beispiel generalisieren funktioniert sehr gut. Flüsse, Straßen gibt es Ansätze dafür zum Beispiel, oder auch dass man Ortsnamen besser verteilt, dass man nicht an einigen Stellen ganz super dicht ganz viele Namen stehen hat und woanders keine. Also es gibt schon diverse Ansätze. Und ja, guckt es euch mal an, probiert mal aus und gebt mal Rückmeldung vor allen Dingen. Das wäre ganz interessant. So, Dankeschön. Du hast auf der einen Folie die Option mit Filter ja ausgeklammert, und die Frage möchte wissen, warum wird Filter nicht empfohlen? Jetzt kann man schauen, wo ich es... Kann ich eigentlich auch nicht genau sagen. Vielleicht, Jochen, magst du es nochmal beantworten, oder? Das tut nicht das, was man denkt, dass es tut. Da muss man sehr genau, also gerade mit Updates kann es sehr leicht schief gehen. Also sollte man nicht benutzen, aber außer man weiß sehr, sehr genau, wie die OSM-Daten strukturiert sind. Okay. So, ich glaube, da möchte jemand die ganze Welt runterladen, weil die Frage möchte wissen, gibt es eine Limitation hinsichtlich maximaler Größe? Oder besser gesagt, ist es möglich, eine globale Abdeckung im großmaßstäbigen Bereich automatisiert zu crawlen? Ja, schon. Also das ist ja auch der Anwendungsfall von dem OSM to PGOSQL, dass man für die ganze Welt eine Datenbank haben kann und dann Kacheln rendern. Also das ist genau der Anwendungsfall, also auf jeden Fall, ja. So, du hast dann, glaube ich, auf der letzten Folie hast du nochmal Osmosis erwähnt, und noch eine Frage, wie unterscheidet sich das von OSM to PGSQL?
kann man suchen. Ich habe Impossum erwähnt. Ja, tatsächlich, also schon länger her, wo ich es benutzt habe, man kann auch OSM-Daten in die Datenbank reinladen. Ich fand die Config damals sehr angenehm. Es ist in, was noch auch noch angenehm ist, es ist in Go geschrieben. Das heißt, man kann sich das Programm einfach als Binary runterladen und sofort starten. Also ist der Installationsprozess minimal einfacher. Ja, aber sonst kann ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Muss man sich wahrscheinlich für den Use Case anschauen, was man eben benutzt. Und dann nochmal, wenn man die Tabellen importiert, werden sie automatisch indexiert? Ja, auf jeden Fall, ja. So, dann nochmal so eine Ja-Nein-Frage. Kann man es unter Windows und Linux nutzen? Ja, kann man auch. Dann ja, die letzte Frage, die offen ist. Wie wird mit kaskadierenden Keys umgegangen, welche oft auch unterschiedliche Reihenfolgen der Keys haben? Beispiel A, C, B etc. Kann man sowas komfortabel unterstützen? Ja, also man hat eben die ganze Power von der Lua-Programmiersprache und kann sich da eben seine eigenen Regeln schreiben, wenn man die machen will. Habe ich jetzt konkret noch nicht gemacht, aber das ist durchaus möglich. Man kann auch prinzipiell noch andere Bibliotheken mit Lua einbinden und wenn man da jetzt irgendwas braucht, kann man, um es einem das Leben einfach zu machen, kann man damit seine komplizierten hierarchischen Tags und dann auch noch irgendwie besser verarbeiten. Ja. So, super, vielen Dank. So haben wir jetzt alle Fragen durch und wir können jetzt in die Pause gehen. Gut, und ja, da weiterreden. Dankeschön. Ja, danke.